Yo, Leute, Digga, was geht ab, Digga, der Ehrenaufseher ist mal wieder motherfucking goddamn hart am Start, Alter. Und wir sehen können, wir sind wieder in der League of Legends, Alter. Wir spielen heute gegen eine Platin Riven auf ganz süß angelehnt. Es steht drin, dass sie autofilled ist und nur drei Games mit Riven gemacht hat. Deswegen hoffe ich, dass es kein Main ist, weil, also gegen eine Main Riven zu spielen, ist schon echt nasty. Ich kann halt einfach alles, so weißt du. Eieiei. Aber ja, sollte passen. Ja. Mal schauen, wie. Okay, passt, guter Trade. Ja, lauf lieber. Passt. Wir diven auf jeden Fall jetzt, sobald wir Level 3 sind. Immer dieser Cannon-Miss. Ach scheiße, wir haben unsere Summoner-Spells noch nicht. Das war knapp. Das war knapp, Bro. Alter, das war echt knapp. Und ich wurde gemarkt. Eieiei. Ja. Bad von mir. My bad. I'm sorry. Ich hätte erst mit diven sollen. Passiert. Passiert am besten. Aber sie ist auf jeden Fall kein Riven Main. Also, die normale Riven Main hat mich schon komplett vernichtet. Schade. Was, die bleibt? Hat sie Crack geraucht oder was? Oder warum bleibt sie? Ach, wie nervig. So, jetzt sollte sie back sein. Versuchen ein bisschen zu freezen. Ja. Hätten einen besseren Start haben können, auf jeden Fall. Oh, zum Glück dieses Mal kennen bekommen, wichtig. So, sie ist wieder back. Eieiei. Nee, können wir nichts machen. Ja, Wave ist nicht komplett gecrashed. Ist nicht so gut. Aber sie ist kein Top-Laner, sie ist Autofilled, deswegen kennt sie sich nicht so mit den Basics der Top-Lane aus. Deswegen geht schon fit, geht schon fit. Wir sind wieder back. Ja, stark, stark. Knapp, knapp. Ich dachte kurz, ich verliere das. Ich dachte kurz, ich verliere das. Ich glaube, sie hat TP schon benutzt. Ah, shit. Sie hatte noch TP. Weggehen ist eigentlich richtig scheiße für uns jetzt, weil dann kann sie free pushen. Deswegen bleiben wir. Ich bin mir sicher, dass sie mich nicht unterm Turret besiegen kann. So gut ist sie nicht. Und extra so getan, als ob ich backgegangen bin, damit sie hart pusht. Ein paar kleine Spielchen mit ihr spielen. Eieiei. Autsch. Man merkt, sie hat keine Ahnung von Top Lane. Man merkt es so hart.
someone gets their face caved in. Ja. Schade, ich wollte ein bisschen baiten. Egal, lass uns einpushen. Ja, wir können gerade nicht mehr machen. Weggehen wäre scheiße gewesen. Die hat Plates bekommen. Deswegen müssen wir stayen. Aber wir haben sie ziemlich gut down bekommen. Die hat jetzt auch wieder Ult. Deswegen müssen wir was watchen. Autsch. Ja, ich will nicht meine W benutzen. Meine E hätte ich auch nicht benutzen sollen. Ja, sie pusht das jetzt rein. Mal schauen, ob sie auf den Dive geht. Ich glaube nicht. Also ich würde es hoffen, aber leider nicht. Ah, weil die wird so gesmackt, wenn sie mich diven will. Dumme Bitch. Never dive the boss. Bitch. Bitch. Bitch, wer denkst du, dass du bist? Platin-Spieler. Platin-ADC. Keine Ahnung von der Top-Lane. Bam, bam, bam. Das Gute ist, sie hat TP, das heißt, wir kriegen ein paar Playerinos. Sagt zwei. Zwei getten wir. Zwei getten wir out of these. Dann müssen wir aber auch wieder back. Weil jetzt merkt sie mich, safe. Boom, bam. Können leider nicht die Minions mittaken. Verpiss dich. Junge! Jetzt weiß ich, wo ich bin, gell? Ja, sie sucht mich. Oh, hä? Wo hat er das gewusst? Er hat mich gewatcht auf der Top Lane, oh what? Egal, wir haben jetzt First Item nach noch nicht mal 10 Minuten, so wie immer. Oh, und jetzt gehen wir gleich mit TP back. Scheißen auf die Schuhe. Gleich mit TP back, dass sie echt gar nichts bekommt. Nicht mal ein Playerino. Nicht mal ein Playerino. So, sie muss engagen. Also, beziehungsweise, sie muss hier sein. Ah, okay, sie haben Rift Heraldo gemacht. Ich glaube, ich werde gedived. Also, sie werden es versuchen. Okay. Sind Midlane gegangen. Nicht sehr korrekt. Ja, wie können die jetzt easy töten, ne? Also ich bin gerade eben noch nicht auf sie drauf gegangen, weil ich halt dachte, dass Kindred vielleicht hier irgendwo am Bean ist. Ach, die haben sogar First Turret. Nervig. Was macht die? Also wirklich, was macht die hier jetzt gerade? Die hat echt keine Ahnung von der Toplane. Ich verliere so viel Gold und XP mit dem, was auch immer sie da gerade macht. Ja, einfach nur hinten gestanden. Einfach nur hinten gestanden für nix. Ach, ich lass mich auch immer wieder drauf reinfallen, also wirklich. So, wir gehen jetzt auf ein Plate, Minimum. Ja, was heißt Minimum? Maximum ein Plate. Ich kann absolut nichts dagegen tun. Guck mal, sie musste einfach zuschauen, wie ich ein Plate genommen habe unter ihrem Turret. Die weiß gar nicht, was abgeht. Bro, wie viele Dashes habt ihr denn? Aha, jetzt kommt Kinderred. Ah! Mein Goddrinker ist nicht aktiviert worden! Also bis jetzt, ich habe kein Health bekommen. Eieiei. Ja, die kriegt jetzt ein paar Plates. Aber die müssen sie sich teilen. Ah, ja doch, doch. Jungler sind so greedy, das sind so greedy Motherfucker. Würde sie Riven alleine da unterm Turret lassen, die würde wieder back im Game sein. Aber nein, die sind einfach greedy, dumme Hurensöhne. Und haben sie jetzt so richtig, also so...
Was heißt gefilmt? So, der Gank hat ja schon etwas gebracht, so wisst ihr. Aber sie wäre halt einfach wieder back im Game, hätte der dumme Jungler nicht da jetzt gestanden und ihr die zwei Plates geklaut, weil die zwei Plates hätte sie auch solo bekommen. Außer sie stirbt halt unterm eigenen Turret. Also unterm Gegner-Turret. Aber ja, ja. Dumme Jungler einfach. Nicht mein Problem. Also, oft genug mein Problem, aber gerade nicht mein Problem. Deswegen, ich hasse Ganks auf der Top-Lane. Ich hasse Ganks auf der Top-Lane. Verpisst euch einfach. Top-Lane ist Solo-Lane. So, wir sollten noch ein Plate kriegen. Okay, sie hat TP. Ist mir egal. Ich gebe hier das Plate. Worth. Was los, Riven? Was los, Riven? Was los, Riven? Riven, was los? Was los mit dir? Hast doch gerade so fette Eier gehabt, hä? Oh. Oh, und dein Jungler bist du nix. Oh. Okay. Was zum Fick geht wieder auf den anderen Lanes ab? Okay. Okay, Ace für uns ist stabil. Ja. Ich würde gern mit Heilbreaker zurückkommen, aber kann ich leider noch nicht. Außer. Na, ich glaube, wir bleiben sogar. Jedes verfickte Mal. So, jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir, weil Aziristan kommt auch. Okay, okay, okay. Okay, ihr wollt es also. Ja, erst die Bitch und dann der Typ. Oh! Oh, wäre der durchgekommen. Und dann hätte ich meine E gezündet. Wäre schon fresh gewesen. Mehr geht eigentlich aber so. Er geht voll, Digga. Die waren jetzt zu dritt bei mir. Ich weiß nicht, was der Setter. Oh, hier schlau. Oha. Komm, warte. Warte. Ey, scheiße, ich lauf da einfach rein. Let's go! Let's fucking go, man! Bitch, Bitch, was? Lass ihn mehr. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Ich glaube, ich push. Obwohl. Was? Riven ist Bot? Mein Gott, ist die dumm, Bro, die ist ja, Bruder, die ist Platin, no cap, die ist Platin, die ist, hier, seht ihr, die ist Platin, die ist zwar Autofilt, also die ist eigentlich ADC, aber, oh mein Gott, wie eingeschränkt ist die eigentlich, die lässt mich hier auf free pushen, die lässt mich hier auf free pushen, um dumme Scheiße auf der Botlane zu machen, oh mein Gott, nee, das wird gepunished. Oh! Ah!
knapper Hase. Knapper Hase. Wäre dieser eine Punch durchgegangen. Aber egal, passt schon. Jetzt haben wir den hullenden Breaker. Und da wir jetzt den hullenden Breaker haben, sind wir unstoppable. We are just motherfucking goddamn unstoppable. Ich glaube, wir pushen einfach mit mit Teraldo durch. So, und schauen, was passiert. Also ich sag ehrlich, Drake ist in einer Minute am Bean. Ich glaube, die denken nicht, dass ich so durch pushen kann. Aber mit dem Heraldo, boah, das könnte ein schneller Finisher werden. Es könnte ein wirklich schneller Finisher werden. So, okay, also. Wir pushen jetzt fett. Richtig fett. Also so einen Push habt ihr noch nie gesehen. Wie wir jetzt die Botlane Toplane pushen. Ah, Mann. Okay. Die kommen schon zu mir. Ja, passt. Passt zu 100%. Passt zu 100%. Vier Leute. Vier Leute mussten zu mir kommen, damit ich die nicht alle richtig hart bumse. Und mein Team hat Free Drake. Easy. Und wir haben nicht den Heraldo gesetzt. Das heißt, wir haben ihn noch. Wir haben noch diese immense Power, dass wir so richtig, richtig hart die Toplane füllen können. Das ist perfekt. Ist perfekt, Digga. So, okay, also wir müssen den Heraldo leider was früher placen. Weil der läuft bald ab. Er läuft bald ab. Ey! So. Ich wollte ihn so spät placen, wie es geht. Machen wir uns den Weg frei. Und ich glaube, wir kriegen Inhib 1 Tower. Also Inhib 1 Tower. Ja, Inhib Tower sollten wir bekommen. Ja, ja. Den ersten Inhib Tower sollten wir. Sollten wir bekommen. Ja, komm, was denn? Was denn? Hey, what's up? Bro, hey. Okay, Junge, da wilde Action auf jeden Fall. Also wirklich, sind immer 4 bis 5 Leute bei mir. Es waren sogar 5 insgesamt bei mir gewesen. Junge, 1v5, Junge, man braucht 5 Leute, damit man mich aufhalten kann. Digga, ich bin einfach der Boss. Ich bin halt einfach der Boss. Was soll ich sagen, Bruder? Junge, Bruder, ich carry gerade so behindert, Alter. Und klar, ich stehe zwar nur 6-6, aber Junge, es sind permanent 5 Leute auf mir. Das heißt, mein Team kann wirklich machen, was auch immer sie wollen. Die können machen auf der Map, was sie wollen. So, also schauen wir mal. Ich habe gerade meinem Team gesagt, dass die Baron machen sollen, während ich Bot pushe. Es sollte gut werden. Es sollte richtig gut werden. Weil entweder haben wir Free Baron oder ich ende. Egal wie, ist es gut. Boah, bitte, fangt an. Ja, gut. Genau wie ich es gesagt habe. Entweder die gehen auf mich und killen mich, oder ich ende. Und wir haben dadurch Free Baron bekommen. Also 300 Gold für jeden. Auf meinen Negus. Auf meinen Negus. Stabilized. So, Leute. wir haben gerade die 24. Minute. Ich bin auf süß Level 16 und habe schon 3 Items. Also, ja, wenn das kein Top-Diff ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Wie ihr sehen könnt, die kämpfen gerade um den Drake. Das ist perfekt für uns, weil wir gehen einfach auf der Toplane durch. Aha, da haben wir eine Kaiser. Die sucht Stress. Die Level 12 Kaiser will sich mit dem Level 16er Set anlegen.
Boah, die wird ein blaues Wunder jetzt erleben. Die wird ein blaues Wunder erleben. Okay, mein Team erlebt gerade ein blaues Wunder. Okay, Lilia. Junge Lilia, Junge, what the fuck, Bro? Was geht da ab? Bruder, was hat die Lilia gemacht? What the fuck? Alter, okay, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der carried hier. Schön mal jemanden zu haben, der auch das Spiel spielen kann. Ja, wir enden einfach. Ja, okay, da hätte sie mir schon helfen können, aber passt schon. Junge, Stabilize. Stabilizer Flex, Alter. Wie ihr sehen könnt, der Azir ist so ein bisschen mad. Aber der braucht nicht reden, Digga. Ja, okay, sein Team ist schon scheiße. Also die Riven wurde einfach nur vergewaltigt. Also sie wurde einfach nur vergewaltigt. Lilia hat, weiß ich, Crack geraucht und ist zu Faker geworden. Ich hätte echt gern gesehen, was sie da gemacht hätte. So, ich dachte, die stirbt, so, weißt du? Ich hab so gesehen, so, jeder ist tot aus. Da sehe ich so, ja, okay, ich krieg wahrscheinlich noch den Top-Turret und dann noch einen und so, weißt du, dann ist vorbei. Aber nein, Bro, krass, Alter. Krasse Scheiße. So, was machen wir jetzt? Also, ich würde am liebsten mich top-TPen und enden. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht alleine. Wir sind einfach schon Level 17 in der 27. Minute, ne? Das ist echt süß. Wir helfen einfach Lilia. Bitch. Scheiße. Das war my bad. Aber das sollten wir gewinnen. Was macht unser Team? What the fuck? Wieso sind wir da nur zu dritt? Alter, Bruder, die stabilized am Bienen, Alter. Junge, dude. So, Leute. Baron spawnt gleich. Den wollen wir natürlich. Okay. Okay. Gott! Ja! Yo! Das Spiel macht Spaß! Oh mein Gott! Geil! So geil, Mann! Digga, das ist so schön! Ich schwöre, ich mag League of Legends. Das ist ein richtig geiles Spiel. Aber du hast immer nur Drecks-Teammates, die ein Haufen Scheiße sind. Wirklich, die ein Haufen Scheiße sind. Und endlich mal ein Jungler, der was kann, Alter. Junge, das hat echt Spaß gemacht. Also das Game hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe fett dominiert. Lilia hat... Ich gebe ihr das. Sie hat mehr dominiert als ich. Sie war auch echt krass gewesen und so. Zusammen haben wir einfach nur gefickt. Einmal nur gefickt, mehr kann man dazu nicht sagen. Wie ihr sehen könnt, ich bin schon Gold 2 auf locker, Digga. Jungs, das Video hat euch natürlich gefallen. Deswegen gebt ihr diesem Kanal ein Abo, gebt diesem Video ein Like, schaut's meinen anderen Scheiß an. Und der ehrenhafte Ehrenmann ist raus. Ciao, Leute.